Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Guido und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde ETS 2. Heute haben wir einen Schwertransport. Wir müssen dieses Objekt, ich weiß nicht, ob das ein Anbauteil ist für einen Turm oder ein Kran, was genau sein wird, wissen wir nicht. Wir liefern es einfach nochmal an. Wir haben eine Reise von Reims nach Straßburg und ja, ich würde sagen, lasst uns das Spiel mal beginnen. Und schauen mal, was uns so alles erwartet und wie wir das alles bewerkstelligen können. Okay, so, dann steigen wir jetzt mal ein und fahren los. Wir sind unterwegs auf die ProMods 2.41, die ich persönlich sehr gut gelungen finde. Au, 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 der würgt sich hier schon wieder einen ab. Naja, vielleicht habe ich die falsche. Die falsche Getriebeübersetzung. Naja, schauen wir mal, wie wir da zu Rande kommen. Ja, bald fangen ja die Ferien an. Ist die letzte Schulwoche. Ich hoffe für euch, dass ihr schönes Wetter habt und die Ferien genießen könnt. So, wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier am besten rumkommen. Natürlich. Eine sehr enge Kiste. Da hänge ich schon wieder fest. Ich hänge schon wieder fest. Oh Mann, ey. Das wird ja lustig werden. Wenn ich jetzt schon festhänge. Versuchen wir mal unser Glück. So, dann fahren wir mal hinter dem Gleitfahrzeug her. Ja, macht mal schön hier. Huiuiuiuiui, das wird echt anstrengend werden. So, aber nochmal auf die Promo zurückzukommen. Ich finde, dass die sehr, sehr schön gelungen ist und auch wirklich sehr abwechslungsreich ist. Also ich finde, finde ich Bombe, ne? Muss ich echt sagen. Finde ich einfach klasse, Promot. So, dann versuchen wir mal so mit 40 vielleicht so hinterher zu fahren. Wir haben 350 Kilometer vor uns und ich hoffe, dass wir da ganz gut durchkommen werden, ohne große Komplikationen oder irgendwelchen Umfällen. Also wir werden das schon schaukeln gemeinsam. Natürlich freue ich mich auch, dass ihr zugeschaltet habt und mir zuschaut. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen da, abonniert mich. Nicht vergessen, die Glocke einzuschalten, dass ihr immer up to date seid, wenn ich was Neues bringe. Ich werde auch mal die ein oder andere Mod vorstellen. Aber jetzt sind wir erstmal mit dem Schwertransport unterwegs. Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam dieses Objekt mit euch gemeinsam ans Ziel zu bringen. Haben wir eine Windmühle, auch sehr schön, dass man einfach mal sowas mit sehen kann. Ist ja heutzutage auch sehr selten geworden. Wir haben schon 22:04 Uhr, also ich glaube, wir werden durch die Nacht fahren und dann bin ich echt mal gespannt. Nachtfahrt mit dem Schwertransport. Ja, im Moment fahren wir ja gerade mal 35 und ich glaube, dass wir echt eine harte Nuss werden.
Wie findet ihr eigentlich die Pro-Mod, die neue, die 2.41? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir in den Kommentaren rein, wie ihr die findet, ihr persönlich die findet. Und was vielleicht auch mal ganz interessant wäre, wie würdet ihr das finden, wenn die Pro-Mod auf dem Multiplayer laufen würde? Ich glaube, da wird die Fanbase noch größer werden, weil ich vermute einfach mal, dass die meisten Kollegen und Kolleginnen einfach die Pro-Mod im Singleplayer fahren. Weil die ist ja wirklich sehr, sehr schön gemacht und einfach schade, echt schade, dass es dieses nicht auf dem Multiplayer gibt. Ja, wir fahren immer noch mit 35 km/h. Ich weiß nicht, ob wir beschleunigen können, ob der schneller fahren wird. Wir können zwar versuchen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn er ein bisschen schneller fahren würde. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ja, das sieht ganz gut aus. Da können wir vielleicht mit 50. Mit 50 hierher fahren. Dann sind wir auch schon gut bedient. So. Das ist eigentlich ganz so langsam. Ne? Ja, läuft doch. Finde ich, ist total in Ordnung. Ihr könnt uns auch gerne besuchen in unserem Teamspeak. Die Daten zu dem Teamspeak stehen unten in der Videobeschreibung. Wir suchen gerne immer wieder neue Freunde, Freundinnen in Anführungsstrichen, neue Fahrer, neue Fahrerinnen. Und ihr seid wirklich immer wieder herzlich willkommen. Schaut einfach mal vorbei bei uns. Hat mit uns gemeinsam Spaß. Ja, wir haben auch eine Spedition. Unsere Spedition nennt sich TBBV8. Das ist die Abkürzung. Ansonsten würde man die auch unter SpedV finden. Unter Team Blockbuster -V8. Da könnt ihr euch auch bewerben. Wir werden euch selbstverständlich auch gerne in unserem Team aufnehmen. Wir haben Fahrer, Cheffahrer, Supporter, Buchhaltung, Konvoileiter. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Ränge und auch zu vergeben. Es soll ja auch Spaß machen. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr nach uns kommt oder nach unserem Besuchen kommt, zumindest auf die Seite. Na, ich bin immer noch, wie man merkt, immer noch ein bisschen nervös, aber das kommt mit der Zeit. Das ist nicht das Problem. Jeder ist halt so, wie er ist und man sollte den Menschen auch so akzeptieren, wie er ist. Es gibt welche, die sind natürlich Vollprofis und die haben da überhaupt kein Problem mit. Und dann gibt es welche, die sind einfach ein bisschen nervös. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier stehen bleiben, auf das Leitfahrzeug von hinten warten. Oder wir machen da so ein bisschen los hier. Ja, wie gesagt, ich finde es furchtbar, wenn Menschen verurteilt werden, weil man einfach anders ist. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Mal gucken, ob wir müssen hier rüberkommen. Ja, passt das? Ja, da passt. So. Fahren wir da vorne wieder. Ja, man müsste jetzt eigentlich noch hier so ein
Funkverkehr haben, ne? Dass das Begleitfahrzeug, was vorne ist oder hinter dir ist, mit dir spricht und dir genaue Angaben gibt, ne? Was hinter dir passiert. Ah, das wäre doch wohl klasse. Vorne sieht man das ja logischerweise, aber was nach hinten raus ist, das wäre schon ganz interessant, wenn man da über Funk Bescheid käme, ne? Ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts. Habe ich mit Sicherheit die falsche Übersetzung drin. Aber ist okay. Wir werden auch schon gemeinsam rocken. Aber hier, ich möchte gerne auf diesem Wege meinen guten Kollegen Train Gamer grüßen, der mir das eigentlich ermöglicht hat oder der mir beigestanden hat, der gesagt hat, Guido, du musst YouTube machen. Ja, ich muss YouTube machen, das ist immer so eine Sache, ich muss YouTube machen, oder ich sollte YouTube machen, und es ist einfach schwierig, wirklich schwierig, aber es geht mir letztendlich auch nur um den Spaßfaktor, ne? Und man ist halt auch noch etwas zurückgehalten. Na gut, ich habe seinen Tipp mal gefolgt und oder verfolgt oder gefolgt, der ist auch egal, wie es jetzt heißt. Ja gut, jetzt bin ich halt hier und versuche euch zu unterhalten, und ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Ich sag mir immer, gute Dinge will Weile haben. Und dann wird es schon werden. Ja, dann habe ich noch einen guten Streamer-Kollegen, das ist der gute Main-Trucker, der streamt auf Twitch. Auch da kann ich euch nur empfehlen, mal hinzugehen und zuzuschauen. Auch da gibt es einen Link in dieser Videobeschreibung. Der Junge ist auch schon recht gut. Der Junge ist aber gut, auch mal so nicht recht schon, der ist gut. Er macht Spaß, hier zuzuschauen. Manchmal findet man nicht diese richtige Wortwahl, ne? Ist sowieso, ich finde sowieso, ist das komisch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Es ist komisch, wenn man hier so alleine sitzt und man unterhält sich eigentlich nur mit sich selbst, ne? Ist schon sehr, sehr merkwürdig. Oh, hier hat es gerappelt. Ne, oder? Ne, ich sperre die Straße ab. Oh, Zivilfahrzeug, auch sehr schön. Wie gesagt, ist schon merkwürdig, wenn man, ne, finde ich, dass man, wenn man hier so alleine sitzt und sich unterhält, und im Prinzip ist ja keiner da, nur ihr seid da und schaut zu und hört mir zu. Aber man kriegt ja letztendlich keine persönliche Antwort, ne? Deswegen würde mich das wirklich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen würdet und wie ihr das so seht und wie ihr das so empfindet, ob euch das genauso geht. Und ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr mir Tipps geben würdet, wo ich darauf achten sollte oder was ich vielleicht verändern könnte oder verbessern kann. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Oder was ich vielleicht nicht mehr so machen sollte, wo der Fehler liegt. Ich wäre euch da sehr, sehr dankbar dafür, wenn ihr mir da helfen würdet oder mich unterstützen würdet, um das alles besser auszuarbeiten. Ich bin gerne für Kritik zu haben. Solange die Kritik sachlich ist und nicht unter der Gürtellinie geht, ist aber ganz normal. Aber ich denke, unter der Gürtellinie zu gehen, das hat auch keiner verdient. Das ist, das geht einfach nicht. So, wir haben noch 207 Kilometer. Bis jetzt läuft alles gut. Mal gucken, ob wir ein bisschen schneller fahren können. Auf 60 kommen, dann wäre das okay.
haben jetzt 1.18 Uhr, also so richtig, richtig dunkel ist es noch nicht, finde ich. Ne? Es war schon dunkel, aber ist noch nicht tief schwarz. Ne? Aber ich finde es schön, wenn man so in die Stadt reinfährt, wie jetzt da, dass so, so ist das ein Dorf, ein kleines, was beleuchtet ist. Finde ich, haben sie schön gemacht, dass es nicht so, so tot aussieht. Ne? Das sieht schon ein bisschen lebendig aus. Vielleicht auch eine ganz feine Sache wäre, ist, wenn die Fahrzeuge verschmutzen würden. Ne? Das wäre natürlich auch super. Ja, das ist so, glaube ich, so ein Ding, das fehlt einfach noch. Ne? So eine, dass die Fahrzeuge verschmutzen oder halt Schaden annehmen, dass man das, den Schaden auch richtig sieht. Ne? Wäre auch richtig, richtig nice. Komm, 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 Bremsen auf einmal oder so. Wir sind, wie man sieht, mit der Elskin unterwegs. Man muss ja nicht immer gleichzeitig immer eine Lackierung vom Schwertransport haben. Finde ich auch mal ganz interessant, dass man so einen Skin hat. Was wird das sein? Wird das ein Turm sein? Für was wird das wohl sein? Wisst ihr das? Wenn ihr das wisst, schreibt mir mal rein. Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht, weil das ist. Also ich habe da keine große Vorstellung. Für mich ist das einfach ein Anbauteil, was irgendwo außen befestigt wird. Für irgendeinen Turm. Okay, die Inneninstrumenten oder die Innenanzeige. Entschuldigung, die Instrumentenanzeige. Die finde ich schon klasse gemacht. Was, ne? Haben das schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Ja, das ist, was ich gerade meinte. Manchmal findet man die richtige Wortwahl einfach nicht. Ne? Das, du willst was sagen und dann vergeigst du das einfach. Ne? Aber naja, ist egal. Gibt Schlimmeres und mir geht es, wie gesagt, um den Spaßfaktor. Freut mich immer wieder, dass ihr zuschaut und meine Beifahrer seid. Ja, alles gut. Ich finde es gut, ich mag das, wenn man mir zuschaut. Ist, glaube ich, zu schnell. 70 fährt er nicht. Ich glaube, 60 ist schon ...60 ist angebracht. Wir haben jetzt auch ein Schwertransport. Ist ja kein Rennwagen. Ne? Wir haben ja Zeit. Schluck Kaffee, ne? So eine Tasse Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. Ja, das wäre mal. Aber ich habe leider kein Zuhause, der mir jetzt einen Kaffee bringen könnte. So, also muss ich warten, bis die Tour zu Ende ist und dann werden wir erstmal einen Kaffee holen. Ihr habt bestimmt einen Kaffee schon dabei und genießt eine Tasse Kaffee. Oder ein Glas Cola in der Hand. Vielleicht auch die eine oder anderen Chips oder Weingummis, was man so hat beim YouTube gucken. Oder wenn man generell am Rechner sitzt. Also ich versuche eigentlich auch immer, dass ich irgendetwas hier so bei mir liegen habe. Entweder ein Kaugummi oder ein paar Weingummis oder so. Ich finde, beruhigt so ein bisschen die Nerven.
Also so wie es aussieht, haben wir keine Autobahn. Wir werden wirklich nur Straße, Landstraße fahren. Ja, bin ich auch mit zufrieden. Ja, da oben rechts wieder die Stadt. Einfach herrlich. Herrlich gemacht. Also Respekt an die Promods, die sowas hierher zaubern und für 1 Euro das runterzuladen, ist also wirklich ein Geschenk. Ne? Also ein Euro ist nichts für die Arbeit, da muss man einfach mal auch sagen. Ne? Und dann gibt es immer noch die, die rumjammern und rumkritisieren, ah, hier die Promods, ah, dies und jenes. Nein, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was das für eine Arbeit ist, so ein Ding überhaupt aufzuziehen. Die müssen auch ständig hinterherziehen. Wenn ein neues Update kommt, dann müssen die ihre Klamotten wieder überarbeiten, ihre Map überarbeiten. Und mal ganz ehrlich, für 1 Euro ist nichts, ne? Da wären sogar 5 Euro für die Promods wirklich angebracht. Ne? Also für die Arbeit muss man einfach mal sagen, wären 5 Euro wirklich angebracht. Aber na gut, die haben für 1 Euro. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man sich noch immer beschwert, dass die Promods 1 Euro ist. Und man kann sie natürlich kostenlos runterladen. Dauert dann halt eigentlich nur ein bisschen länger. Aber ich unterstütze sie gerne und ich lade mir regelmäßig, wenn was Neues kommt von denen, immer wieder die neue Promods runter. Ich denke mal, so muss einfach unterstützt werden. Wer die Promods mag und liebt, der unterstützt die Jungs einfach auch. Ich finde auch das ganze Fahrverhalten von dem Mercedes hier, ne? Du merkst auch richtig, dass du Gewicht hinten drauf hast. Beim Bremsen drückt das ganze Gewicht nach vorne. Also auch das Update von der 1.35 ist auch wirklich super geworden. Die haben so viel verändert, wie gesagt, die Fahrphysik, die ganzen Straßen. Was ich natürlich wirklich auch schön finde, ist, dass die Autobahn endlich mal nicht mehr einspurig werden, wenn der Abfahrt kommt. Ne? Ach, erinnert ihr euch noch, wo die Autobahn, du bist auf der Autobahn gewesen, zweispurig. Da kam eine Abfahrt, da wurde es einspurig, da musstest du die Spur wechseln. Ach, das war immer eine Katastrophe gewesen im Multiplayer. Ich glaube, im Singleplayer war es genauso. Ne? Und jetzt haben sie das richtig schön gemacht. Also die ganzen Autobahnkreuze haben sie super geil gemacht. Da muss man einfach mal sagen, auch dafür einen Daumen hoch. Ich meine, das Spiel ist von 2012 und da wird so viel Energie und Herzblut reingesteckt, um einfach ETS weiter aufleben zu lassen. Ne? Deswegen finde ich das einfach cool. Oh. Ich muss jetzt hier rein. Gott, ey. Aber nach Karte wäre doch besser gewesen, wenn ich gerade ausfahren würde, ne? Ja gut. Wir fahren, wird schon seinen Grund haben, warum wir hierher fahren. Wahrscheinlich, weil da oben die Spitzkehre ist. Die Einmündung wahrscheinlich zu eng sein würde. Auch hier wieder ein kleines Dorf oder nee, eine kleine Firma, ein Bauunternehmen, aber schön. Man könnte vielleicht noch, das einzige was man so vielleicht machen könnte, wären vielleicht so ein paar Sims mehr auf die Map zu bekommen, ne? dass da noch ein bisschen mehr Fußvolk ist, dass da einfach noch mehr Leben reinkommen würde. Ne? Ja, ich glaube, das war ganz gut gewesen, die Entscheidung, wie wir erfahren. Das wäre auch schön, wenn die da so mehr Sims auf der Straße, vielleicht auch ein paar Kinder, Leute mit Kinderwagen, also Frauen mit Kinderwagen und sowas alles, einfach so ein bisschen mehr Realität noch einbringen. Das wäre für mich noch so ein Herzenswunsch, was einfach noch mal ein paar Sims reinkommen und das alles ein bisschen mehr aufleben lassen.
Oh, wir haben noch 38 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Schön. Oder war, habt ihr gesehen, da war Fernsehübertragung. Ich weiß nicht, war das Sat.1 RTL? Aber ich gehe davon aus, dass es WDR war, ne? Kamerad bremst dich immer so brutal ab. Boah, ich liebe diese Aussicht. Schön. Schön. Ja, haben wir gleich geschafft. Gleich da. Dürfte klappen. Oh, wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest, ey? Mann. Uiuiuiui. Ja. Dumme Verkehrsschild, ne? Oh, Mann. Shit. Ja, ich weiß. Also der macht beim Rückwärtsfahren macht ja auch noch Alarm. Ziehen wir einfach mal ein bisschen gerade und hoffen, dass wir dann da rumkommen. Ja. Oh nein. Nicht vom Ziel verkacken. Nein, nicht, wir wollen ja nicht vom Ziel verkacken. Ja, ja, aller Anfang ist schwer, ne? Ja. Ach, da geht die Sonne auf, schön. Das sieht doch auch herrlich aus, oder? Die Sonnenstrahlen, oh, schön. Also da macht das Zocken doch wirklich Spaß, wenn man solche Aussichten hat und solche Erlebnisse hat. Die Wetterbedingungen, die Wolken. Einfach traumhaft schön. Ja, noch 4 Kilometer und dann haben wir es geschafft. Beim nächsten Mal glaube ich eine andere Getriebeübersetzung. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, welche da am besten wäre. Wäre schön. Oh, wir müssen jetzt hier hin.
Ja, das ist natürlich jetzt schade, dass ihr das nicht mehr so gesehen habt, dass hier das wie die Fracht abgegeben worden ist. Naja, gut. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert mich und nicht vergessen, die Glocke einzuschalten. Bis dahin, euer Guido, bye bye.